ihn nicht froh. Und im Taifun ist's ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde. Vor ungefähr 1000 Jahren lebte da, wo wir heute auf der Landkarte Schweden und Norwegen finden, das Volk der Wikinger. Es waren tapfere Männer, Seefahrer, die wegen ihrer Tapferkeit bewundert, aber noch mehr gefürchtet wurden. Die Menschen, die auf den Inseln und an den Küsten lebten, waren jedes Mal heilfroh, wenn ihre Schiffe vorbeifuhren und die tapferen Krieger sich nicht holten, was nicht nied- und nagelfest war. Einer der schlimmsten und gefährlichsten war Halvar aus Flake, der gerade mit seinem Schiff nach Hause rudert, mit Beute reich beladen. Aha! Rudert fleißig weiter! In einer Stunde sind wir in Flake, ich kann es schon sehen. Ich bin entzückt, Leute! Gib her! Ziemlich dunkel, was? In dem Ding ist die Augenklappe, Chef! In 5 Minuten sind wir da, Leute! Rudert, ihr faulen Säcke! Nix, juhu! Wir sind da! Nicht, wo mein Sohn Vicky steckt? Hm? Weiß ich doch nicht. Lassen Sie mich runter. Komisch, komisch. Tag, Onkel Halvar. Ich weiß, wo Vicky ist. Er ist vorhin in den Wald gerannt. Er wird von einem Wolf gejagt. Was du nicht sagst. Er jagt hinter einem Wolf her? Mm-mm. Das habe ich nicht gesagt. Der Wolf jagt hinter Vicky her. Endlich wieder zu Hause, bei Weib und Kind.
Hier, die Halskette aus bunten Steinen ist für dich. Und für Vicky habe ich eine Trompetenmuschel mitgebracht. Seide für ein neues Nachthemd, das kratzt nicht wie unser Leinen. Ich wollte auch runterkommen zum Schiff, wie die anderen Frauen und dich abholen. Aber ich musste ja den Backofen fürs Brot anheizen. Ich bin erschrocken. Wo steckt denn Vicky? Dass der Bengel sich immer rumtreiben muss. Was? Ist er nicht unten am Schiff gewesen? Du bist doch zu dumm, Frau. Dann würde ich dich doch nicht fragen. Aber Ilvi hat mir erzählt, dass im Wald ein Wolf hinter ihm herrennt. Ah. Was? Unser Vicky jagt einen Wolf, sagst du? Ja, von wegen. Der Wolf jagt ihn und sowas ist nun mein Sohn. Wo ich doch der Chef der Wikinger von Flake bin. Aber lass nur, unser Vicky ist gescheit. Sollt mich doch wundern, wenn der nicht mit einem Wolf fertig wird. Ach, was gescheit. Er ist der Sohn von dem stärksten Wikinger. Da sollt ihr doch ein bisschen mehr Schmalz in den Knochen haben. Was war ich da seinerzeit für ein Kerl? Bis nach Lappland drauf haben sie bei mich gestaunt. Noch keine 5 Jahre alt und schon hinter den Wölfen her gewesen. Ich bin nie von einem Wolf gehetzt worden. Wenn die mich nur von Weitem gesehen haben mit meiner Keule, haben sie schon Fersengeld gegeben. Aber ich immer hinter ihnen her, wie der Teufel. Ja, ich habe sie bis zum roten Cliff gehetzt. Und dort, bums, haben sie es mit der Keule gekriegt. Ja, ich war nicht so ein Weichling wie mein Sohn. Über die Felder habe ich sie gejagt und durch das Wasser. Und den allerschlimmsten von ihnen habe ich in einer selbstgebastelten Falle gefangen. Ja, so einer war ich. Da schmeckt, Mutter. Ich muss sagen, dein Bier ist immer noch das Beste. Aber wie gesagt, die Wölfe, weg waren sie. Und wenn sie mich nur von Weitem geschnuppert haben. Jeder wie es kann und du mit Geschrei. Aber unser Vicky hat eben Köpfchen und das hat er von mir. Außerdem habe ich mir sagen lassen, deine berühmte Geschichte mit den Wölfen war ja ganz anders. Und wenn du schon mal einen gefangen hast, dann war das reiner Zufall. Kannst du nichts vormachen, dazu bin ich zu helle. Was ich sage, Weib, er ist ein Schwächling und feige. Red keinen Unsinn, Alter, er ist ein gescheiter Junge. Ah, da bist du ja, mein Vicky. Willkommen, Vater. Sag mir lieber, wie du das angestellt hast. Wie bist du dem Wolf entkommen? Hm? Ich hab da einen Baum, auf den kletter ich immer, wenn ein Wolf hinter mir her ist. Na bitte, was hab ich dir gesagt? Da weiß ich schon zu helfen. Er ist eben blitzgescheit und das hat er von mir. Eine feige Memme ist, er klettert auf Bäume. Nun mach aber einen Punkt. Ob einer feige ist oder vorsichtig und denkt, das sind doch wirklich zwei Paar Stiefel. Jetzt habe ich aber Hunger. Er verlässt sich auf seinen Verstand und nicht auf die Muskeln. Hast du diesmal viel mitgebracht? Ist das alles für uns? Ja, mein Junge, da staunst du. Was? Das hat dein Vater alles für euch erobert. Es geht eben nichts über Tapferkeit und Stärke. Das hast du prima gemacht. Die Muschel da zum Beispiel. Ich will dir erzählen, wie ich die erobert habe. Komm, setz dich hierher. Ja, erzähl. Wir waren 12 Tage von Flake weg. Da haben wir in einem furchtbaren Sturm die Ortschaft Fixelburg überfallen. Fixelburg habe ich noch nie gehört. Vielleicht heißt es auch anders. Überfalle so viele Orte. Wie soll ich mir das merken? Der Chef von Fixelburg ist so ein Bursche, sag ich dir, und stark wie ein Bär. Aber die Fixelburger sind alle Ochsen. Darum haben sie auch einen Ochsen auf ihrer Fahne, damit es gleich alle sehen. Ja, ja, dämlich sind die. Dämlich, aber leider sehr stark. Na, wir gleich ran mit unserem Schiff und losgestürmt. Auf die Festung zu. Und dann gab's einen Kampf, sag ich dir. Na, wir nur 6 Wikinger und die da 100.
Hast du gedacht, treffen müsste man. Macht gar nichts, wir haben harte Schädel. Und dann haben sie Berge von Salz rangeschleppt und um ihr Leben gewimmert, die Wichte. Das verstehe ich, wenn du so rumschreist, habe ich auch Angst vor dir. Soll das vielleicht das erbeutete Salz sein, hm? Ja, warum? Weil das kein Salz, sondern Sand ist, darum. Was, wie kommst du denn darauf, Sand? Bei Wotan, Sand. Ach, ich hätte es mir ja denken können. Diese kahlköpfigen Halunken bringen mir Sand an. Und ich denke, es ist Salz. Haben sie mich doch aufs Kreuz gelegt. Mich, den Halber aus Flake. Ärger dich nicht. Das tut dir bestimmt nicht weh, wenn du dich jetzt auf den Bauch klopfst. Wie wär's, wenn du das nächste Mal ein bisschen aufpasst und nicht nur rumkrakeelst? Ach was, du redest viel, wenn der Tag lang ist, Weib. Ich bin trotzdem der stärkste Mann in Flake. Danke, Mami. Und ich bin heilfroh, dass Vicky nicht so ein Kraftprotz wie du ist. Der denkt lieber, dazu hat man nämlich seinen Kopf. Jetzt habe ich aber genug. Wir werden ja sehen, wer weiterkommt. Ich mit meinen Muskeln oder er mit seinem Kopf. Wir tragen einen Wettkampf aus, wir beide. Gut, einverstanden, aber nicht Boxen oder sowas. Na schön. Wie wär's denn, wenn wir einen Haufen Feldsteine 100 Meter weit um die Wette tragen, hä? Das können wir von mir aus machen. Na, dass den Wettkampf Vicky gewinnt, weiß ich doch jetzt schon. So ein Quatsch. Ich gewinne natürlich. Vicky gewinnt. Wenn ich verliere, kriegst du deine Schwertfischzahnkette, wegen der du mir schon ewig in den Ohren liegst. Und wenn ich gewinne, nimmst du mich mit aufs Schiff. Was, du drei Käse hoch willst mit auf ein Wikingerschiff? Ja, warum denn nicht, Vater? Ich will auch mal ein Wikinger werden. Da muss man früh anfangen. Gut, ich nehme dich mit auf See, wenn du gewinnst. Wenn du so wild darauf bist. Aber wenn dann die Brecher kommen, hoch wie Tannenbäume, fang mir nicht an zu heulen. Du nimmst mich wirklich mit? Hat man sowas schon gehört, ein Kind mit aufs Schiff nehmen? Na und? Ich bin der Chef. Wenn ich meinen Sohn mitnehmen will, nehme ich ihn mit. Gibst du mir dein großes Ehrenwort? Glaubst du, Halvar von Flake bricht sein Wort? Abgemacht! Du kannst doch unmöglich das Kind mit an Bord nehmen. Ach, zerbrich dir nicht den Kopf. Ich gewinne ja doch. Dabei weiß ich genau, dass der Junge gewinnt. Am nächsten Morgen ist es soweit. Halvar aus Flake und sein Sohn Vicky treten gegeneinander zum Wettkampf an. Ob nicht Vicky und Ilva den Mund doch ein bisschen zu voll genommen haben? Also, ihr wisst Bescheid, die Steine müssen darüber zur Fichte. Der zuerst seine Steine dorthin gebracht hat, ist Sieger. Moment, Orobe, der Haufen von Vicky sieht kleiner aus als meiner. Meinetwegen können wir die Haufen ruhig tauschen. Dann geh mal rüber zu deinem Haufen. Na sowas. Was ist denn, Vater? Tja, wenn ich so davor stehe, sieht der wieder kleiner aus. Dann tauschen wir ihn nochmal. Aber da ist doch gar kein Unterschied. Auf jedem Haufen liegen 100 Steine. Und jeder Haufen ist gleich groß. Und ich darf auch zwei Steine mit einmal nehmen. Auf 5 oder 6. Vicky gewinnt sowieso. Ach, nie gewinnt der. Doch, warum soll er nicht gewinnen, hä? Ich bin auf Vickys Seite und lass dir bloß nicht einfallen. Halt dein Maul, du. Nimm das sofort zurück. Aufhören da unten. Stört mit eurem Gezeter nicht den Wettkampf. Immer müsst ihr beiden stänkern. Also, wenn Baum auf der Muschel bläst, geht's los. Noch nie, Chef. Ich hab's ja nur probiert. Na, lasst ihr Ochsen mich losrennen. Wieder hinlegen, die Steine. Ja, ja. Was bläst denn da? Ja, vorwärts, diesmal geht's. Fang an. Ach so. Schneller, lauf, Vicky. Du gewinnst. Schneller. Oh. Na, mein Junge? Ja, wo will denn der Stein mit dem Vicky hin, hä? Ich würde ja lieber weitermachen, Vater, sonst verlierst du vielleicht doch noch. Hä? Ich verlieren? Mit meinen Muskeln habe ich die paar Steinchen ein paar Minuten rübergebracht. Ja, Chef! Schneller! Halt mal, Junge! Oh. Ruhe da unten! Wo ist denn? Nanu?
Na, Vicky, schon die Nase voll? Überhaupt nicht. Heißt das, du willst nicht mehr mitmachen? Hm? Wieso denn? Ich arbeite doch. Hör zu, mein Junge. Nimm deinen Vater nicht ich auf den Arm. Ich mach's anders als du. Ich mach's mit dem Kopf. Mit dem Kopf habe ich noch nie gearbeitet. Mach nur weiter. Ich kann nicht denken, wenn du hier rumstehst, weißt du? Tja, du bist ein fauler Knochen und außerdem noch ganz schön frech. Hey, Faxe, kannst du sehen, was Vicky macht? Wo bleibt der denn? Er hat sich mitten in die Wiese gelegt. Was ich gesagt habe, der Chef gewinnt. Was fällt dem Bingel ein? Der soll gefälligst seine Steine schleppen. Es soll euch nicht sagen. Soll ich euch verraten, wer von den beiden gewinnt? Vicky natürlich, der denkt sich jetzt was aus. Ich hab's. Jetzt steht Vicky wieder auf. Und nicht weiter. Jetzt aber los. So was, ich glaube, der Bengel rennt nach Hause. Kommt Vicky da wieder? Ich hab's ja gesagt, er hat eine Idee. Was macht er mit der Haustür? Jetzt schlägt er einen Pfahl ein, sowas. Was will er mit dem Pfahl machen? Soll er nur auf Bäume klettern? Umso besser. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Hä? Das zu sehen. Warte ab. Guck mal da. Wow. Ist da eben ein Stein durch die Luft geflogen? Ja, er hat sich eine Wurfmaschine gebaut, ein kluges Kind. Dankeschön, danke, danke. Los, Vicky! Los, Vicky! Hau! Krähen fliegen zu tief. So, gleich haben wir es. Der mit seinen vier Steinchen. Mein Sieg, mein Sieg! Bravo! Bravo! Bravo!
gewusst, dass du gewinnst. So ein Donnerwetter, Junge. Er hat's wirklich geschafft. Ich bin entzückt. Trille. Bravo, ich bin entzückt. Bravo, ich bin entzückt. Bravo, ich bin entzückt. Bravo, ich bin entzückt. Vater, du hast versprochen, dass du mich mitnimmst, wenn ich gewinne. Du meinst auf See? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und Halvar von Flake hält, was er versprochen hat. Das ist sehr schön. Du bist wirklich noch zu klein, Vicky. Sieh mal, du bist doch sonst immer so vernünftig. Warum willst du unbedingt mitfahren? Hab um mich keine Angst, Mami, wo ich doch sogar mit Vater fertig geworden bin. Naja, fertig geworden ist natürlich sehr übertrieben. Da, der ist für dich, weil du jetzt ein richtiger Wikinger bist. Oh, ein Helm für mich, das ist toll. Und hau du die anderen ruhig auch so übers Ohr wie dein Vater. Leute, ein richtiger Helm! Danke, Vater, danke! Dafür lasse ich dich beim nächsten Mal auch gewinnen, wenn wir um was wetten. Hurra! So, jetzt lasst ihr mich diesmal ganz alleine. Nun mach bitte kein Geschrei, Mutter. Unten am Schiff steht die versammelte Mannschaft. Wenn die das hören, ist der ganze Respekt zum Teufel. Ach, meinetwegen, fahrt doch wohin ihr wollt, ihr. Und Vicky geht mit aufs Schiff.